Wir melden uns zurück aus dem Borderlands. Und geht's weiter? Weiter geht's. Richtig, wer läuft jetzt? Ah, ne, jetzt. Doch, doch. Wer läuft jetzt mal hier geradeaus rein? Einfach mal so durchlaufen. Oh, hier so? Ja. Was ist denn? Deine Nahkampfattacke oder was? Wie viele Schilder man hier findet, ne? Ist ja echt unglaublich. Gutes dabei wäre. Das wäre unglaublich. Das stimmt wohl. Hatten wir nicht eine Aufgabe, wo wir den Waffenautomaten reparieren mussten? Haben wir die schon gemacht? Nee, haben wir noch nicht gemacht. Die müssen wir unbedingt als nächstes machen. Dass man hier immer mal eine Waffe kaufen kann, oder? Vielleicht. Ja, so wie die Mission hier fertig ist, würde ich sagen. Jo. Schon die ganze Zeit, wo man den Waffenautomat an den Start kommt. Hier gibt's keinen Weg zurück. Nee. Was soll denn deswegen so ein Automat hier? Richtig, ich kann noch was verkaufen, ne? Ja, so, weiß, was es gleich gibt. Was ist das für ein Schrott? Weg. Ja. Wo sind das andere Scharfschützengewehr? Ach, da. Weiß gar nicht, was es besser ist. Wie sieht denn das aus? Oh, hier habe ich 9x2 Gold Rifle. 9x2. Besser als 10, würde ich sagen. Ja. Wenn man das 1x1 beherrscht, ist das so besser. Und durchrechnet, dann ja. Aber auch nicht viel. Leider Gottes. Hä? Kann das sein, dass hier eine Waffe gibt im Medi-Schrank? Im Medi-Automat? Ach, ich bin bei zurückkaufen. Alles klar. Ja, dann gibt's auch Waffen. Mhm. Also dieses Zeug zeige ich nicht jedem. Ja, gut. Oh. Ja. Ja, nehme ich mal. Oh, mein Scharfschützengewehr jetzt aufgelegt. Oh, oh. Gib mir dein Fleisch. Auf geht's. Ja, warte, wo seid ihr denn? Hier. Bei gib mir dein Fleisch. Beinahe. Oh. Batmo? Batmos Bruder? Mouthpiece. Sonic Doom. Jetzt das erste Mal sterbe? Hallo. Ja, komm, wir so. Ich hab für so einen kleinen Zwerg schon. Wie geil ist er denn eigentlich? Das ist ja der Hammer. Macht dann jetzt immun? Wenn er sich auflädt, sollst du nicht in der Nähe der Boxen sein. Okay. Schieße ja nur die 12 weg. Oh, scheiße, ja, tatsächlich nicht. 10 Leben. Aber wie geil ist er denn mit seiner Musik hier in der Bude? Ja, ich bin tot. Ja. Ja, ich bin wieder da. Ich auch. Scharfschützengewehr war ja keine gute Idee, muss ich sagen. Bitte, ich komme klar. Ja, aber so. Auf dem Kampf hier unten drin. Ah, scheiße, ey.
Was? Ich habe immer noch nicht ganz genau rausgefunden, wo ich ihn hinstellen muss. Ja, hier in der Ecke geht's, wo ich bin. Hier kommt nichts an. Oh nein, hier war keine gute Idee. Hab ihn gleich. Ach. Wo ist er denn? Da. Ja. Ich wusste, ich finde die Kammerkarte. Die große Kammer! Hilfe! Ich hab mich sonst zum Kleiner. Du weißt noch, was du verdienst, Böbchen! Na also. Kani! Wer erzählt denn hier eigentlich? Ach da. Tja, ich habe den Sonnenklappern einen Platz in unserer Familie angeboten. Aber sie wollten nur Waffen und Geld. Sie haben uns betrogen. Oh, und dann sagte Troy etwas Großartiges. Götter verhandeln nicht. Götter verhandeln nicht. Ich liebe es. So gut. Wie ich schon sagte, diese Karte ist jedenfalls voll im Arsch, also nimm sie ruhig, ich hol sie mir später wieder. Du bist mein treuster Anhänger, Kamadi. Du weißt es nur noch nicht. Ich wusste, dass du die Karte findest. Bring sie her und lass sie nicht aus den Augen. Ich habe sie einmal verloren, das reicht. Dann der Fluminese wieder da. Liegt noch Zeug rum? Das wollte er nicht, oder was? Habt ihr ihn getötet? Ja. Wir haben ihn getötet. Du hast dich ja ausgeruht. Ich weiß auch nicht. War ich weg? Hat er die Verbindung verloren oder so? Ist gerechnet. Wunder, ich renne ja wie ein Weltmeister durch die Gegend, schieße wieder und nichts passiert. Ich hab dich in der Ecke stehen sehen, auf der Stelle laufen, dachte ich mir, na? Mir gar nicht wirklich aufgefallen. Deswegen war es so schwer. Ach, das ist sonst auch nicht anders. So, sind wir hier fertig, oder was? Hier sind wir erstmal fertig, ja. Ja, darum geht's raus. Rum hier. Ich hab auch ein bisschen was aufgesammelt, was Blaues. Ja, ich wollte ja keiner. Warte mal, was Blaues haben wir ja auch bekommen. Pistole. Seltene Pistole, ja. Mit Feuerschaden. Dings noch bekommen? SMG. Mal auflegen wollen. Mal gucken. Nummer 2, die ist. Keine Ahnung, jetzt habe ich 2 blaue SMG, aber beide kacke. Denke ich. Ja, so richtig prall ist das alles nicht, ne? Ja, nö. Oh, der SMG streut aber ganz schön. Jo, hab ich auch einen. SMG hat 13 Schaden. Oh. Ah. Nichts Tolles dabei. Was ist denn hier? Wenn ich da ankomme, dann dreht sich die Kiste doch nur noch rauchend. Da hast du wohl wirklich recht. Hallo.
Wo habt ihr denn meinen Loot liegen lassen? Lass mir auch noch ein Bier über. Hier, da habe ich was. Da ist dein Loot. Scheiße, die abgelegte von dir, die kannst du mal. Oh, nee, das wollte ich aber. Warte mal, verdammt, jetzt ist es weg. Ach ja, die abgelegte kannst du mal. Na, schnappt er sich das Scharfschützengewehr mit 145 Schaden. Nee. Natürlich ist es doch weg. 145. Aufgießen nicht tot? Was, eine Schrote oder was war das? Eigentlich ein Scharfschützengewehr. Und wer hat sich geschnappt? Wollte ich gar nicht wegwerfen. Nee, hier. Zu spät gesehen, dass es. Das eine war eine SMG. Eine Dingens. Eine Sword Rifle. Eine Sword Rifle, genau. Aber ja. Mein Scharfschützengewehr habe ich auch weggeschmissen. Ich hab's nicht. Ganz ehrlich nicht. Ich glaube, ich habe gar nichts aufgenommen. Außer das, was in der Kiste war. Ein grünes Scharfschützen habe ich da umfallen lassen. Die SMG war ja Absicht. Die SMG war grün, du hast sie bestimmt vertan. Nein. Nee, ist mir auch egal, es ist ewig. Ja, irgendwie schon. Mal schauen. So. Was mit 145 stand da auf jeden Fall. Nee. Ich guck's mir nochmal an, wenn's soweit ist. Ja. Live Streaming. Wollen wir eine Runde orgeln hier oder nicht? Ja, orgel mal eine Runde. Geht leider nicht. Hätte ich dir mal was Schönes vorgespielt. Hätte ich gern zugehört. Wäre auch ein Vergnügen gewesen. Selbstverständlich. Ja, ne, verdächtig. So große, lange Ruhepassagen, die kennt man doch sonst gar nicht. Das stimmt wohl. Hier gibt es noch zwei Ausrufezeichen, zwei Missionen, ne, die wir annehmen können. Ganz oben oder was? Eins ist hier in der Mitte. Ah, hier ist auch. Ja. Kopfsache. Ein Kopf. In einem Glas. Wahrscheinlich nicht das Verrückteste, was du heute gesehen hast. Ich nehme es aber mal an, ne? Vaughn, ja. Weißt du, zu wem der Kopf in dem Glas hier gehört? Goldene Schenkel. Oh, das ist meine Kriegslord-Stellvertreterin Vic! Meine beste Brunette! Schnapp dir den Kopf! Immer. Hey Vaughn, weißt du was über diese kleinen KDK-Statuen? Bah, die Kinder der Kammer lassen diese scheiß KDK-Statuen überall zurück! Weißt du was? Wir zeigen es diesen Möchtegern-Göttern und stellen unsere eigenen Götzen her. Ja. Nach meinem Vorbild. Vom kantigen Kinn bis hin zu den legendären Waden. Finde zuerst alle meine Steckbriefe. PS, ich bin sehr begehrt. Wenn wir das durchziehen wollen, müssen wir den 3D-Scanner mit den Bildern von mir füttern. Dann können wir die Statuen drucken, die aussehen wie ich. Das wird den Kalypsos gewaltig gegen den Strich gehen. Dann würde ich mal folgendes sagen. Ich habe mich vom Hyperion-Buchhalter zum Banditen-Kriegslord hochgearbeitet, nur wieder Befehle zu befolgen. Als ich dem beschissenen Kult nicht beitreten wollte, hat Tyrene Calypso eine Prämie auf den kleinen Arsch ausgesetzt. Und auf den Rest von mir. Aber ich lebe noch, Baby! Ich rock es noch, Bro! So. Reise? Warum soll ich denn jetzt schnell reisen? Naja, um, nach Hause zu kommen quasi. Ah ja. Können wir nämlich mal hier fix wie nix mal nach Hause reisen. Oh Scheiße. Was ist denn jetzt? Falsch gereist. So. Guck mal, das funktioniert gerade. Das kostet viel Geld ohne Ende. Da, Schnellreise. Wippe des Aufstiegs, Einöde oder. Bloki LP finden sich in einem Menü. Achso. Entschuldigung. Kein Problem. Wo reisen wir denn jetzt hin? Nach Hause. Zum Automaten. Ah, ja. Waffenautomat.
Einöde. Gar nicht gewusst, dass wir schon zu Hause haben. Ja, das ist doch unser kleines Zuhause. Lalala. Wunderbar. Wir sind wieder da. Wir können das kurz mit Lille sprechen, um die eine Aufgabe abzuschließen. Ja. Dann müssen wir mal die Aufgabe annehmen in dem Automaten. Ja. Kammerjäger, hast du wirklich die Karte? Klar habe ich sie, Firehawk. Ich erfülle meinen Auftrag immer. Einfach nur Lilith. Du hast die Karte? Spitze! Und hast du einen meiner Sonnenklopper gesehen? Und wieso stinkst du so nach Asche und Haut? Mordorgie. Extrem tödlich. Tyrene Calypsos Werk. Mein Beileid. Scheiße! Ich habe mir nie gesagt, dass ich... Sonnenklopper weint nicht. Wenn Tyrene Calypso eine Blutfehde will, soll sie sie haben. Blutfehde! Ich wusste, dass die Kinder der Kammer gefährlich sind. Aber es ist schlimmer, als ich dachte. Zumindest hast du die Karte. Ich hätte nicht gedacht, das Ding noch einmal zu sehen. Das ist nicht nur eine Karte. Damit haben wir die anderen Kammern auf Pandora geöffnet. Jede Kammer braucht einen Schlüssel. Werfen wir einen Blick drauf. Ist eine Weile her. Stimmt. Das Ding ist nicht geladen. Ich mach das. Verdammt. Funktioniert nicht. Kaputt. Irgendwas stimmt nicht. Ich sollte es eigentlich laden können. Wir brauchen Hilfe. Es gibt nur eine Person auf diesem Planeten, die weiß, wie diese eridianische Technik funktioniert. Patricia Tennis. Sie hat eine Ausgrabungsstätte auf der anderen Seite des Tals. Bring die Karte zu ihr. Ich komme nach, sobald ich kann. Muss mich erst um ein paar Dinge für unser Schiff kümmern. Alles klar. Gut, na, was gibt's im Kühlschrank? Schrote. Ja, wer hätte die nicht im Kühlschrank liegen? Ja, ich kann mir auch hier im Kühlschrank liegen. So, lauf mal kurz zum Automaten. Was war denn das mit dem Reparieren? Ist das die Mission von Kleppschrott? Ich mag's mit dir zu plaudern. Wir kommen mit hier. Oh. Dann sehe ich ja noch was leuchten. Hier gibt es noch Loot. So, haben wir schon angenommen, vielleicht irgendeine Mission in die Richtung? Ja, die Automatenmission haben wir ja schon angenommen. So, dann müssen wir nur auswählen. Ja. Oh. Wer denn bloß? Aber welche das war? Das kann ich jetzt auch nicht mehr so genau sagen. Goldene Schenkel nicht, Kopfsache nicht. Ja, hier, starke Verbindung. Soll ich die mal auswählen? Jo, will die mal aus. Kann... Ja doch, dauert ein bisschen. Ja. Wo müssen wir hin? Hier rüber. Wollen wir hier Kleppi auch gleich annehmen oder lieber erstmal nicht? Kann's gerade nicht annehmen, sagt der... Achso, ist er gleich hier um die Ecke. Ja. Sieh das als Chance, Kumpel. Ich kann dir helfen, deinen Look aufzupeppen. Ich werde größer und krasser sein als je zuvor. Aber musst du nochmal umstellen. Ah, okay. Achso, okay. Auswahl, sag ich. Gewöhn dich besser schon mal an sowas, wenn du auf Pandora überleben willst. Oh, Kiste. Und wenn du dich besonders grausam fühlst, besorg eine menschliche Wirbelsäule von einem dieser dreckigen Banditen. Das könnte auch funktionieren. Scheiße. Muss man Wirbelsäulen sammeln. Sammle menschliche Wirbelsäulen. Naja. Haben wir wahrscheinlich schon ein paar gehabt jetzt, wa? Oh. Richtig. Eieiei. Hey, Superfan! Sicher, dass du im richtigen Team bist? Ich war halt schon da.
versucht er, auf den Stumpf zu stehen. Hey! Die schmecken einfach besser, wenn sie Angst haben. Wo war ich? Ach ja! Meine Anhänger würden für mich sterben. Und wenn du dran bist, lasse ich es dich wissen. Und jetzt lauf, Superfan. Reparier die Karte für mich. Die Kammern gehören mir. Oh. Darum jault. Schlechtes Gewissen. Hat man nicht irgendwie ein Auto oder? Nee. Ja, das ist ja schon gleich hier. Hier sind Skeks-Wirbelsäulen, ja. Schönes. Ach, schön ist nix. Würde aber schon mal runtergesprungen. Ja, stimmt. Da brauche ich was für. Was ist das denn hier? Da brauche ich. Wo du draufhauen kannst, ne? Ja. Da brauche ich was für, hat sie gesagt. Scheint ziemlich undurchdringlich. Was? Kann ich irgendwas Stabileres, Härteres? Doch bestimmt irgendwie auf. Kannst du einfach mal ernten. Ja, eben. So. Vielleicht zum nächsten erstmal oder was? Ja. Welchen nächsten? Oder ist das. Sind das nicht noch mehrere? Ja, doch. Nee, wir brauchen nur eine. Das andere wäre die menschliche, wenn wir das Bonusziel machen wollen. Nach ganz hinten. Okay, installiere die Wirbelsäule. Gut gemacht, Kammerjäger. Du hast jetzt Zugang zu meiner riesigen Auswahl an mörderischen Waren an einem praktischen Ort. Gute Jagd. Waffen kann man nie genug haben. Schon wieder. Vier. Kryo-Waffe hier bestimmt. Erzähl deinen Freunden davon und deinen Feinden. Hey. Ja, eine Shotgun. So. Schon wieder erstmal was verkaufen hier. Hier schon wieder voll mit Schrott. Wenn du dir die Taschen füllst, werden sie aber nicht kugelsicher. Markus Pummel. Diese Kalypsos sind furchterregend. Kopf oder sowas, ne? Schau mal wieder rein für noch mehr tolle Deals. Waffen. Ist ja schon irgendwie durchgewischt hier, der Laden. Ist ja schon wieder irgendwas. Und jetzt
Ich habe noch nicht einen Teil gekauft, ich verschäbe hier erstmal. Ich habe nur einen Teil ausgekauft, eine bessere Schrohflinte. Feuerschein, die müsste ich eigentlich auch mal ausprobieren. Bist du schon dazu gekommen, dir mein Mixtape anzuhören? Ich bin sicher, wir treffen uns schon bald wieder. Mit dir mache ich immer gerne Geschäfte. Wollen wir nochmal die Skins reinfahren? Nach Waffen brauche ich jetzt hier nicht mehr gucken, wahrscheinlich, ne? Doch, doch. Jetzt nochmal reingucken. Du willst nicht nach der Lila eine Shotgun, die ist weg. Okay. Super. Läuft da auch schon ein Countdown-Timer ab, oder? Einmal 18 Shotgun schauen. Genau, ne? Ist ja eine Uhrzeit? Also ein Countdown-Timer? Nee. Ich habe ja auch kein Angebot des Tages mehr. Nee, ist weg. Noch 10 Minuten noch, wenn du vorm Automaten stehst, zeigt das. Ah, okay. Uiuiuiui. Was ist für ein Gerät? Gut, Nächste Mission in der nächsten Folge? Ja, würde ich sagen. Oh. Ja, Claptrap habe ich auch angenommen. Das müsste eigentlich auch nicht allzu weit hier weg sein, ne? Ja, können wir ja in der Nähe mal ein paar Missionen machen, bevor wir zur Ausgrabungsstätte machen. Schauen wir uns mal an. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis denn. Ciao, ciao. Was ist denn hier wieder los?